Servus Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gears 5 auf der Xbox Series X. Und bei uns geht es natürlich weiter hier in der Forschungsstation New Hope. Hier gehen seltsame Dinge vor sich. Und ich glaube auch, dass eventuell mit der Kate hier auch was passiert ist. Irgendwelche komischen Versuche oder sowas. Weil sie immer wieder so komische Visionen hat von so einem Monster und sowas. Ich weiß nicht, ob hier was passiert ist, weil die haben hier Kinderversuche gemacht in der Station. Und ja, das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Wenn es euch gefällt, lasst mir doch auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, ich mache mal das Bildmachgerät an und dann geht es auch schon weiter, Leute. Ich hoffe mal, der Weg ist richtig. Ich glaube, ich hatte sogar eine Tür übersehen vorher. Ja, ganz lässig mit einer Hand hoch. Alles klar. Okay, das scheint so eine Art Hologramme zu sein. Marcus, hier ist das Labor. Oder sind die in so einer Röhre drin? Ja, in so einer Röhre. Ihr müsst euch aber von den Tanks fernhalten. Wieso? Was ist da drin? Die frühen, zornigen Früchte von Niles Arbeit. Man nennt sie Sires. Bei unserer letzten Begegnung waren sie etwas launisch. Launisch. Toll. Man sieht es hier. Niles. Er muss in der Nähe sein. Hier sind ein Haufen so Tanks schon zusammengeschossen worden. Ich denke, die werden wir auch noch. Wir haben bei uns bestimmt auch noch rauskommen. Okay, das scheint wieder so ein komischer Schwarm zu sein. Wir haben alle Wumm nach. So langsam glaube ich, dass dieser Niles kein netter Kerl war. Patientenanalyse RK-6194. Die finale Verwandlung von RK-6194 hat etwa 18 Stunden vor dem Tod stattgefunden. Recht enttäuschend, da die Zellen des Versuchobjekts ursprünglich fast so stark von der Emulsionsbelastung profitiert hatten, wie die von Versuchsobjekt EV-1849-9. Es ist an der Zeit, einer harten Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Die Reaktion von EV-1849-9 auf die Emulsionsbelastung ist möglicherweise völlig anormal. Zudem hat Dr. Torres mich eben darüber informiert, dass die Zellen von EV-1849-9 offenbar besonders stark ansprechen. Er glaubt, dass ihr Körper jetzt etwa halb so schnell altert wie der eines normalen Mädchens. Dr. Niles Sampson. Okay, hier sind schlimme Dinge passiert. Hier sind schlimme Dinge passiert. Finden Sie die KI von Niles? Oder Nils? Ich bin bereit für diesen Widerling, Niles. Niles, okay. Habe ich richtig ausgesprochen. Hier ist alles so ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm, glaube ich. Kann er irgendwie Licht anmachen, hier, Bitch? Hier ist Mu. Also, schon eine Idee, was du den Kerl fragen wirst? Du weißt schon, wegen deiner Verbindung. Hammer Burst. Wahrscheinlich befrage ich ihn zuerst zu der ganzen Sache mit den eingesperrten Kindern. Okay, verständlich. Müssen wir schauen, ob wir den finden dann, hier. Was hat das alles mit mir zu tun? Vielleicht haben sie mit dir auch Experimente gemacht. Vielleicht lässt der Niles auch die komischen Viecher da aus der Röhre raus. Man weiß es nicht. Okay, Marcus. Wir sind da. So
Versucht, einen Schalter um seine KI zu aktivieren. Und dann setzt die Aluhüte auf. Okay, man kann hier also nicht hoch. Marcus, das hat nicht geklappt, was... Hört ihr zu? Okay. Werden wir zuhören? Hört zu! Hört mir endlich zu! Das ist wirklich, Niles. Nach all den Jahren immer noch völlig irre. Jack, komm her und schnapp dir sämtliche Dateien. Oh, hallo. Wie unanständig. Ey, fängt Jack sich ein Virus ein, wenn er sich einklingt? Ich weiß nicht. Schrub ihn einfach gründlich ab, wenn ihr fertig seid. Ah, shit. Die meisten Dateien sind beschädigt, aber in einigen davon steht etwas namens Kadar. Sagt ihr das was? Nein. Ja, aber schon. Ich werde Bert einen Blick drauf werfen lassen. Was war das? Komm schon, Chef! Die letzte Reinigung. Hat sie begonnen? Darf ich auslöschen? Nein! Chef, wir müssen los! Scheiße! Wie sagte doch jemand so schön? Gut Nacht! Marcus! Ich mach gar nichts. Kommen Sie aus New Hope. Ja, wo lang? War falsch. Vielleicht. Treppe! Nimm die Treppe! Das Gas wird immer mehr! Los, los, los! Nicht umdrehen! Hier lang! Sag mir, dass Jack genug Daten von diesem Spinner hat! Kommen Sie aus New Hope? Sicher mit diesem Dachplan? Rüber auf die andere Seite! Wohin? Mach mal, Bitch! Hast du mir den Scharfschützen da? Thank you.
Okay, schon gut aus. Das ist für mich. Hab sie. Das hin oder her, weiter. Für mich? Okay, gehen wir hier weiter. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Kommt doch bestimmt noch ein Boss oder sowas. Kein schöner Ort. Stimmt. Ich glaube, ich hatte genug für einen Tag. Oder zwei. Oder für immer. Gehen wir zurück zum Skiff und sehen nach, ob wir eine Spur haben. Ab 2 Kapitel 4. Die Quelle allen Übels. Hat wer etwas mit den Daten anfangen können? Eine Menge. Kurz bevor der letzte Wissenschaftler New Hope verließ, hat ihm jemand eine Nachricht aus einem Labor aus Mont Kadar geschickt. Der ehemaligen Locust-Hochburg. Okay. An diesem Ort habe ich viel gekämpft. Von einem Labor habe ich noch nie gehört. Naja, das ist doch gut, oder? Für uns. Wenn du meinst. Das Problem ist, dass die Herkunft der Nachricht verschlüsselt ist. Okay, dann verfolgen wir die Nachricht zurück zu ihrem Ursprung. Über die Funktürme, die sie passiert. Es hat einen Grund, warum wir dich dabei haben. Geh einfach raus und suche einen der Türme, dann finden wir auch den Weg zurück. Okay, geht klar. Also, diese Funktürme, wo finden wir die? Wir müssen weiter hoch. Wir sollten Richtung Osten fahren. Hey Kate, wusste Oscar vom Amulett die Richtung? Mutter, von dem Symbol darauf? Das tat er. Sie hat es ihm vor Jahren erzählt. Aber er wusste nicht, was es bedeutet. Sie auch nicht. Sie wussten sicher, es bedeutet irgendwas. Vielleicht. Aber das ist nichts, worüber man mit allen möglichen Leuten redet. Na, wohl kaum. Okay. Ich sehe hier gar nichts. Jack, beleuchte den Weg. Militärzüge. Die einzige Operation in der Gegend war Hohlmassensturm. Der unterirdische Angriff auf die Luft. Dann ist vielleicht was Brauchbares in den Zügen. Untersuche den Tunnel. Kommen wir da ran? Splittergranate ist voll. Thank you.
Heilige Scheiße. Wie kommen wir denn da ran an das Ding? An mich? Dunkle Tunnel sind vielleicht keine so gute Idee. Mal sehen, was in dem Waggon ist. Vielleicht lohnt sich das Ganze. Hier ist auf jeden Fall ein Komponententeil. Grindelf-Wartungsaufzeichnung. Dell hier. Ich habe ein paar technische Aufzeichnungen gefunden, die darlegen, wie man bei Grindlifts das Überhitzen beim Abstieg vermeiden kann. Sieht echt interessant aus. Okay. Hab Notizen eines Core-Technikers gefunden. Irgendwas über Grindlift-Kühlsysteme. Grindlift. Die haben die Grindlifte von Sturmbohrern in der Nähe gestartet. Also wenn wir ein Kühltechnikteil finden würden, könnten wir es vermutlich mit Jack vertragen. Und sein Blitz mit Eis versehen. Das überlasse ich dir. Dieser Tunnel ist abgekratzt. Dann gehen wir zurück zum Skiff. Okay, dann holen wir uns auch die Munition und gehen wir zurück. Wir können hier raus. Ich helfe dir hoch. Tja, das war ein interessanter Abstecher. Ja, und jetzt will ich raus aus diesem Tal. Schaut auf jeden Fall nice aus. Hier noch was? Hier kann man aber nirgends noch weiter. Okay. Du lenkst. Ich navigiere. Okay, ein bisschen die Richtung. Echt nett, wenn man auf Bruchboden steht. Keine Longshot. Longshot-Relikt. Dann nehmen wir die mal mit. Mann, wer hier gelebt hat, ist längst weg. Okay, mehr scheint ja auch nicht zu sein. Thank you.
Moment mal. Was zur Hölle soll das? Noch ein Sicherheitstor? Verdammte Tore gibt es denn da draußen? Na, schauen wir mal. Jack, sieh mal, was du tun kannst. So viel dazu. Weißt du, man sollte die alte Tor für ihre Fortschritte bei großen Toren mehr würdigen. Oder sie wurden genug gewürdigt. Na los. Okay. Müssen wir aber durchkommen. Gehen wir rein und machen es frei. Noch eine? Was ist denn hier? Raus mit deiner Birne. Okay, wir haben alle erwischt. Kümmern wir uns jetzt um das Tor. Genau richtig geschafft. Was meinst du, finden wir auf der anderen Seite von dem Ding? Hoffentlich die Wahrheit. Schuss. Genau so muss das sein. Jack, sieh mal, ob das Tor öffnet. Okay. Beide Tore offen. Also, zurück zum Skiff. Außer du willst zu Fuß zu den Funktürmen laufen. Sorry, aber nein. Nö. Da muss ich passen. Jetzt auch keinen Bock drauf.
vorne ist ein Funkturm. Hoffentlich ist eine der Lurok-Nachrichten durchgegangen. Selbst wenn, brauchen wir die Übertragungsdaten von zwei Türmen. Einer reicht nicht aus, wenn wir rausfinden wollen, von wem die Nachrichten kamen. Dann lass uns losgehen. Okay, schauen wir doch mal, wie wir ein bisschen hinkommen. Mann, warum hat der Oskar kein Schneemobil? Irgendwas mit Heizung! Viel Glück bei der Treibstoffsuche hier draußen. Ein Skiff wie das hier ist am praktischsten. Ja, vielleicht. Na, stimmt. Du hast ja kein Sprit oder so. Wir müssen anscheinend zu Fuß zu diesem Turm. Okay, schauen wir doch mal. Ich muss mich immer wieder fragen, warum hat sich JD so stark verändert? War es das Koma? Die Schuld? Jin war's. Hat uns als die Bösen dastehen lassen und ihn zum Captain befördert, was... Egal. Ich hätte nie gedacht, dass JD so... Chor war. Naja, er ist immerhin Anya Strouds Sohn, das weißt du. Und der von Marcus Phoenix. Ja, keine Ahnung, warum da jemand nicht Probleme haben sollte. Schauen wir hier weiter. Na los, gehen wir rein. Meinst du, der Weg zum Turm ist frei? Finden wir es raus. Sehe, das ist eine Sequenz. Wenn es sein muss, gehen wir durch. Wie beim letzten. Marcus, wir haben einen Funkturm an einem Berghang gefunden. Wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Verstanden. Wie ist das Wetter? Was denkst du? So schlimm, ha? Seid vorsichtig. Zentrale Ende. Windig ist ein bisschen. Komm her! Los, Medic! Komm her, helft mir! Da kommen noch mehr! Da, los! Da vorne ist eine Höhle! Shit! Sie ist besetzt! Nicht mehr lang! Schmeißen wir sie raus! Ei. Ja, das sind die Treppe. Ernsthaft? Hä? Da vorne ist eine Höhle!
Del... Was? Oh, Alter. Da kommen noch mehr. Da, los! Da vorne ist eine Höhle! Oh, shit! Sie ist besetzt! Nicht mehr lang! Schmeißen wir sie raus! Der gesessen. Alter. Heftig. Was zur Hölle macht der Schwarm hier oben im Gebirge? Du hast Markus gehört. Kadar war das Locust-Hauptquartier. Hui. Irgendwas an. Okay, sehen wir uns nach einem Ausgang um. Gut, Leute, wie es jetzt weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge an. Jetzt sind wir wirklich schon mal in der Höhle drin. Ich hoffe mal, dass es hier drin nicht so stressig wird. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr wieder ein bisschen unterstützt, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.